Ja. Ah, okay. Das Spiel ist irgendwie komisch bei OBS. Willkommen zurück zu Skilltree Saga. Ja, das habe ich tatsächlich weitergespielt. Ich habe ein bisschen gelevelt, könnte jetzt theoretisch auch schon in ein anderes Gebiet. Da hinten bewegt sich was. Und ja, ich habe auch gemerkt, dass es nicht nur diesen einen Boss gibt. Es gibt nämlich insgesamt 30 Ebenen mit, und alle 10 Ebenen kommt ein Boss. Und bisher komme ich auch ganz gut durch am Anfang, wie man sieht. Gegner, die 10 Stufen niedriger sind als euer Level. Ja gut. Bin ich denn schon auf Stufe 10? Oh. Auf Stufe 13 sogar schon. Naja, ich habe mir auf jeden Fall den Heilzauber geholt, der mich 3 Runden lang ein bisschen regeneriert. Und habe mir noch einen Wasserklon geholt, der 10% von meinem Leben hat und am Ende des Kampfes wird seine HP auf meinen übertragen. Naja, deswegen kaufe ich mir auch keine Heiltränke mehr. So, der nimmt jetzt allen Schaden für mich. Und sollte ich Schaden genommen haben, wird halt sein Leben auf meins übertragen. Ich finde es immer noch übertrieben, dass man immer die Fähigkeiten einsetzen muss, aber naja. So ist halt das Spiel. Lederkappe der Raben. Und ein Elite-Wolf. Der es leider nicht geschafft hat zu überleben. Handeln. Kaufen. Und verkaufen. Ich glaube, er hat nichts wirklich Interessantes für mich, oder? Oh, der hier ist gut. Der hier war auch gut. Ich glaube, die liegen auch alle außerhalb von meinem finanziellen Budget. Und da sieht man auch schon, ich hau die teilweise schon alle mit einem Schlag weg. Was ich noch nicht gemacht habe, ist den Boss auf Stufe 30 gekillt, aber das schaffen wir jetzt wahrscheinlich auch. Und tatsächlich hatte das Spiel die ganze Zeit über nicht wirklich mehr zu bieten. Außer andere Musik beim Boss, die aber auch nicht wirklich spektakulär ist. Oh, das war ein Boss. Wie schön. Oh, ein Waldblob. Der abgesehen von leicht seltsamem Aussehen nichts zu bieten hat. Eine Elite-Moskito. Bei einem Level-Up und bei einem Heilbrunnen wird halt alles aufgefüllt. Das ist auch vom Vorteil. Ja. Und die Wölfe habe ich mit ihrem Heilfähigkeit auch, also mit der Fähigkeit hier schon teilweise dazu gebracht, dass sie sich selbst töten. Ach, ich habe meinen Mauszeiger gar nicht eingeblendet, oder? Ja. Also die zweite Fähigkeit, die halt die Heilung vom Gegner umkehrt und anstelle ihn zu heilen, Schaden macht. Und ich nehme Mordorphon ein. Ist auch komisch, dass da nicht angezeigt wird, wie viele man. Ach, nee, doch, da wird es angezeigt, glaube ich. Ich weiß nicht, ist das die Anzahl? Weiß ich nicht. Waldblob. Du sollst dich nicht regenerieren, du sollst angreifen. Und jetzt hat er wieder keine Fähigkeitspunkte mehr. Und nochmal ein Elite-Moskito. Und tschüss.
Ich hab's auch inzwischen, dass die ab und zu mal gar nicht umfallen. Also dann bleiben die einfach fliegen und denken sich, ja, is a nice day today. In the day. Ich kann so im Spiel nicht viel sagen. Es existiert halt. Aber an der Stelle von Piranha-Pflanzen gibt es hier Heilpflanzen. Stirb. Stufenaufstieg. Jetzt habe ich meinen Wasserklon verbessert. Und eine dreiköpfige Piranha, Haipflanze, kennt man ja auch schon irgendwoher, oder? Ne? Sind wohl ganz schön Nintendo-Fans, die Leute hier. Oh nein, er hat überlebt. Oh, ich habe. Oh, man kann sogar Tränke finden. Not bad. Ja, toll, ein Leben. Und noch ein Pilzmagier. Der irgendwas boostet und dann stirbt er. Ich finde es gerade echt toll, dass man hier auch Tränke findet. Würde ich das Spiel länger spielen als in den Videos, dann wäre das bestimmt was Tolles für mich, ja. Hat der da eine Waldblock? Ach so, Waldblockkrieger, okay. Ich wollte gerade sagen, what the fuck. Frostwolf, Elite. Der Erdschild, der macht das ganz weg. Eiskalte Gischt. Alter, es ist schlimmer als jeder Bossgegner momentan. Goblin Händerla. Habe ich denn noch irgendwas? Ja, eine Hose. Weg. Und dann kaufe ich mir einen Trank. Errungenschaft erfüllt. Frostwolf, töte, besiege 10. Ja, genau. Questsystem ist mit den Achievements mit eingebaut. Das ist tatsächlich die Anzahl von den Tränken. Naturgeist. Der mein Wasserklon immer one-hittet. Da wir da eh gleich sind, kann ich ja mal sagen, dass der Lehrmeister der letzte Boss ist in dem Gebiet. Oh. Der Pilzmager fällt auch nie um. Der bleibt einfach stehen. Dem ist das scheißegal. Da hier elementare Meister. Auf den Bildern sah der aber ganz anders aus.
weiß schon, dass du mir keinen Schaden machst, Bro. Ha, das kann ich auch. Und jetzt heilt er sich und stirbt dabei. Oh. Bei Praios, ihr konntet mich bezwingen. Damit habt ihr die erteilte Prüfung erfolgreich absolviert. Hiermit ernenne ich euch offiziell zu einem Elementarritter. Tragt diesen Titel mit Stolz und zeigt den Orks, aus welchem Holz ihr jetzt geschnitzt seid. Wow. Und ich krieg OP-Schuhe dafür. Wow. Ja gut, ne? Also die rüste ich dann mal aus. Und ja. Ich brauche eigentlich auch nur noch diese Tränke hier. Der Rest ist sinnlos. Und ich könnte jetzt auch schon die Kristallhöhle. Dann habe ich hier noch Greifenstadt, was. Greifenfurt. Wo ich eh immer hin kann, keine Ahnung. Und dann ist hier noch mal der dunkle Turm, wo man auf Level 20 leveln muss. Keine Ahnung. Die Kristallhöhle hat es in sich. Seid ihr bereit für die 60 tiefen Ebenen? Ach, ja, toll. Doppelt so viel wie vorhin. Ein langer Weg erwartet euch. Ich denke schon, die vielen Kämpfe haben mich zu einem versierten Krieger gemacht. Das interessiert mich nicht. Attacke! Stille. Ja, ich klicke mich hier immer durch, wenn man immer irgendwie irgendwas bekommt. Handeln. Der Waffenschaden ist auf jeden Fall derselbe. Aber ein bisschen was wird gesteigert. Ach was, ich hole mir einfach mal ein neues Schwert. Geht ja gar nicht, weil ich nicht auf den Preis geachtet habe. Weil mich ja alles so wenig interessiert. Was kann ich denn dann machen? Den kann ich mir holen. Den kann ich mir holen. Anlegen. Anlegen. Verkaufen. Verkaufen. Höhlenpilz. Das ist echt Gegner-Recycling. Kriegen einfach nur eine andere Farbe. Oder noch nicht mal eine andere Farbe. Die werden einfach nur komisch angeleuchtet. Und haben einen anderen Namen. Wie man es halt aus allen Spielen bisher kennt. Es war ein 1er Klingelton. Stirb. Höhlenpilz. Oh, was für ein anstrengender Gegner. Ich frage mich, ob ich diesen Gegner jemals besiegen werde. Oh, ich habe diesen überaus schweren Gegner besiegt. Und noch ein Blob. Der genauso aussieht wie der andere, nur in Blau. Oha. Dieser Kampf ist wirklich sehr schwer. Ich finde es auch toll, wie das gesamte Spiel einfach nur aus drei Dungeons besteht.
und noch nicht mal irgendwie was zu bieten hat. Handeln. Handeln und wandeln. Dunkelwolf. Oh, da kotzt mich mit Anti-Heilungsfähigkeiten zu. Das finde ich nicht nett von dem. Oh, ich glaube, ich sterbe. Oh. Wie furchtbar. Oh, ich bin gestorben. Wie schlimm. Das war es dann auch für heute mit Skilltree Saga. Wir haben den Boss besiegt, so wie ich es versprochen habe. Und jetzt wird dieses Video irgendwo verstauben, bis ich mir sage, ey, ich lade es mal hoch. Bis dann und ciao.